Heute wird es richtig spannend. Wir wollen uns mal diese zwei Monster hier im Detail angucken. Und die schaffen sogar Schafe zu reißen und Schafe zu fressen. Es wird also mega spannend. Unbedingt dranbleiben. Hi Leute und damit herzlich willkommen hier bei Green Jaws. Ich bin der Matze und heute haben wir ein ganz spannendes Thema vor uns. Wir wollen uns nämlich diese beiden Pflanzen genauer angucken. Genauer gesagt sind es die Teufelskrallen und die schaffen es sogar tatsächlich Schafe zu reißen. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns aber ein bisschen später im Video an. Ich möchte euch die Pflanzen jetzt erstmal im Detail vorstellen. Wir fangen vielleicht mal mit dieser großen, prächtigen hier an, die so schön gelb blüht. Das ist nämlich Ibizella lutea. Ibizella, das ist eine Pflanze, die kommt aus Südamerika. Wächst dort so Brasilien, Bolivien, Argentinien, so in dem Raum. Und ganz interessant ist es, Ibizella leitet sich vom griechischen Wort Ibex ab, was so viel wie Steinbock bedeutet. Und der Artname Lutea bezieht sich auf die gelben Blüten. Die Pflanzen findet man auch oft in Karnivorensammlungen vertreten. Es sind aber eigentlich gar keine so richtigen fleischfressenden Pflanzen. Sie gehören eher zu den Präkarnivoren, also Pflanzen, die zwar Tiere fangen, aber nicht die Eigenschaft haben, diese zu verdauen. Und wenn er mal ein bisschen genauer hinschaut, dann seht ihr das jetzt auch überall auf den Blättern hier. Seht ihr so diese ganz kleinen schwarzen Pünktchen, vor allem auch auf der Blattunterseite. Und diese ganzen kleinen schwarzen Pünktchen, das sind alles gefangene Insekten. Und das ist wirklich, die ganze Pflanze ist hier mit zahllosen Klebedrüsen übersät. Auch die Blüten hier, die sind hier oben auch mit ganz vielen kleinen Härchen und Klebedrüsen übersät. Und ihr seht auch die ganzen schwarzen Pünktchen wieder, sind alles gefangene Insekten. Und sogar die Samenstände, die haben wir hier unten, ist das schwer, die sind auch alle mit Klebedrüsen übersät. Und sogar hier werden kleine Insekten gefangen. Und jetzt kommt nämlich das Spannende daran. Die Hauptbeute von dieser Pflanze sind nämlich so kleine Blattläuse, weiße Fliegen, und so diese ganzen kleinen Sachen, die man absolut nicht haben will. Und noch was Schönes bei dieser Pflanze ist, jetzt nämlich im Gegensatz zu den ganzen Karnivoren, die ja sehr nährstoffarm stehen wollen, wollen die Pflanzen richtig viel Dünger haben. Die brauchen einen richtig nährstoffreichen Boden, also Komposterde am besten, wo richtig viele Nährstoffe drin sind. Am besten auch noch viel düngen, damit die Pflanzen eben ihr Potenzial ausschöpfen und richtig groß werden können. Und das ist nämlich auch das Praktische wieder, weil man die nämlich überall ins Gemüsebeet zwischen rein setzen kann. Und dann fängt die Pflanze dort die ganzen unliebsamen Gäste, also Blattläuse, weiße Fliegen, Trauermücken und die ganzen Sachen, die man nicht am Gemüse haben will, gehen alle auf die Pflanze drauf. Und so hat man einen super Killer, einen biologischen Killer gegen diese ganzen unliebsamen Insekten. Das Spannende hier jetzt ist, bei dieser Pflanze auch, die blüht ja sehr zahlreich, wie ihr seht, also ist auch eine super schöne Blühpflanze. Und wenn ihr jetzt mal genauer hinschaut, hier unten wachsen jetzt schon nach Bestäubung der Blüte die kleinen Samenschoten heran und die werden dann, wie ihr hier schon gesehen habt, also richtig groß. Die sind jetzt noch nicht ganz reif, aber diese grüne Schale, die platzt nachher auf und da steckt dann die eigentliche Samenkapsel drin. Sieht super geil aus, sieht aus wie so eine Kralle, wie so eine Teufelskralle. Daher kommt auch der deutsche Trivialname, wobei das eigentlich ein bisschen falsch ist, weil das sind eigentlich eher so Gemshorngewächse. Aber eingedeutscht sagt man auch Teufelskralle dazu. Ich zeige euch gleich bei der anderen Pflanze die fertige Kralle, weil die sieht super geil aus. Und die Pflanze, die wächst auch immer weiter, die verzweigt sich immer nach jeder Blüte, verzweigt die sich und wächst wieder weiter. Und die kann also echt riesen Ausmaße annehmen, einige Meter im Durchmesser und super spannende Blühpflanze und ideal fürs Gemüsebeet geeignet. Das vielleicht mal zu Ibizella lutea. Jetzt stelle ich die mal auf die Seite und dann schauen wir uns die andere an. Ziehe ich hier mal die andere vor. Das hier ist Proboscidea lucianica. Die kommt jetzt eher so aus den südlichen USA, nördliches Mexiko ist dort so das Verbreitungsgebiet. Das Proboscidea leitet sich vom griechischen Proboscis ab, was so viel wie Rüssel bedeutet. Und das bezieht sich nämlich hier auf die Blüten, weil die so ein bisschen angeblich rüsselähnlich aussehen sollen. Kann ich jetzt weniger entdecken, aber okay, da haben sich die Botaniker vor zig Jahren bestimmt was bei gedacht, damit sie die so benennen. Und die Proboscidea funktioniert genauso, ist auch die ganzen Blätter, Drüsen, die ganzen Blätter, Blüten, Früchte sind alle mit kleinen Drüsenhaaren übersät, wo überall kleine Klebetropfen draufhängen und die fangen auch unzählige kleine Insekten. Die zwei Gattungen, die sind beide sehr eng miteinander verwandt, sind aber verschiedene Gattungen, also verschiedene Pflanzengruppen.
Und hier können wir jetzt auch schon die offenen Früchte sehen. Also hier sehen wir auch wieder die Krallen oder die heranwachsenden Samenschoten, diese grünen hier. Und dann platzt diese grüne Außenhülle weg und dann kommt hier diese Frucht heraus. Ich mache die mal weg, dann können wir uns die genauer anschauen. Also die ist dann anfangs noch so zusammen und wenn dann Sonnen drauf scheint und es wärmer wird, dann platzt die hier auf und jetzt werden hier im Inneren die Samen freigegeben. Ich reiß die mal auf, dann können wir das hier im Detail sehen. Also hier hängen jetzt unzählige kleine Samen drin. Diese Samen, die werden sogar auch gegessen im Heimatland der Pflanze. Also die werden geröstet oder auch pur gegessen. Ich habe es auch schon probiert, aber schmecken einfach nach nichts. Vielleicht muss man sie wirklich rösten, dass da noch ein bisschen Öl und Salz und so dranhängt, dass es nach was schmeckt. Man kann auch diese halbreifen grünen Früchte einlegen in Essig und gilt auch so als Delikatesse. Habe ich persönlich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich bin ja kulinarisch immer für viel zu haben. Mal gucken, vielleicht mache ich das auch nochmal. Zur Haltung von den Pflanzen ist es so, also beide grundsätzlich super viele Nährstoffe, deswegen ideal im Garten geeignet und am besten wie ein Kürbis kultivieren. Das heißt, diese Samen, die ihr hier habt, die seht ihr im Frühjahr aus, am besten so im März, seht ihr die aus, zieht die ein bisschen vor und wie ein Kürbis behandeln. Also gute Erde nehmen, die Samen so 1 cm, 2 cm tief in die Erde stecken und nach einigen Wochen keimen da eben die kleinen Pflänzchen. Die könnt ihr dann nach einer Zeit pikieren in einen eigenen Topf und wenn die dann mal eine gewisse Größe haben, dann könntest du draußen in den Garten einpflanzen und gut Dünger oder guten Kompost hinhauen und dann entwickelt sich die Pflanze echt riesengroß und fängt euch, wie gesagt, im Garten die ganzen kleinen unliebsamen Insekten weg. Am Anfang habe ich euch schon gesagt, die Pflanzen schaffen sogar Schafe zu reißen und das liegt nämlich daran, dass diese Krallen hier, die sind hier vorne wirklich messerscharf. Ich zeige euch das mal an meinem Finger. Also ihr seht hier diese scharfe Kante und da schneide ich mir jetzt einfach mal in den Finger rein. Und ihr seht, ich reiß da richtig rein, also die gehen richtig ins Fleisch rein. Und das ist auch der Hintergrund dieser scharf fressenden Pflanze, wobei fressen nicht so ganz korrekt ist. Das wird halt immer gerne überspitzt gesagt. Die Pflanze wächst aber häufig an so Schafsweiden. Und wenn die Schafe dann eben beim Weiden da dran vorbeilaufen, bleiben die ganz oft in diesen Krallen drin hängen. Und dann gibt es riesen Fleischwunden, wo sich das Schaf da in die Haut reinreißt. Und es kommt teilweise vor, dass die Schafe an diesen offenen Fleischwunden verenden. Für die Pflanze ist es natürlich ideal, weil die Samen, die ja hier in dieser Frucht drin sind, dann super viel Dünger gleich haben von diesem verwesenden Schaf und da eben wieder zu großen Pflanzen heranwachsen können. Die Pflanzen selber sind aber einjährig, also die muss man jedes Jahr neu aus Samen heranziehen. Deswegen, die Pflanze ist ja auch so riesig, ist schwer, die zu verkaufen, weil ich da auch öfters Nachfragen kriege, ob ich sowas verkaufe. Deswegen, ich habe die Samenkapseln zum Verkauf, die findet ihr bei mir im Shop. Habe ich euch unten mal in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken, findet ihr die Proboscidea oder eben auch die Ibizella. Dann kriegt ihr so eine schöne Samenkapsel zugeschickt, könnt euch die Samen rausholen und jedes Jahr immer selber aussehen dann und selber ernten. Und die sind natürlich auch super dekorativ, die Samen. Und wie gesagt, einfach wie ein Kürbis behandeln, viel Nährstoffe. Gut gießen auch, weil sie gerne ein bisschen feuchter mögen. Und dann gedeihen die wunderbar, schön sonniges, warmes Plätzchen. Ideal für die Pflanze. Und damit sind wir auch wieder am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar. Vielleicht kultiviert ihr die Pflanze ja schon daheim. Und natürlich nicht vergessen, Daumen nach oben geben. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Matze. Die zwei Gattungen sind nicht miteinander verwandt, aber sehr eng miteinander verwandt. So muss man. Also, das ist Quatsch. was will ich jetzt noch sagen? Die Pflanzen werden auch gerne von Hobbyzüchtern, von Karnivoren. Nein. Die Pflanzen werden auch sehr gerne in. Die Pflanzen findet man auch oft in Karnivorensammlungen vertreten.